Hey, stellen Sie sich so, genau, Paula. Nicht Sie. Okay, du. Du. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Hören Sie nur mit zu. Nicht Sie. Okay, du. Ich heiße Dieter und du? Wie heißt du? Fatih. Fatih? Ja. Du bist aber nicht mein Fatih, oder? Du bist aber nicht mein Fatih, oder? Es gibt so zwei, drei Leute, wo ich sage, ey, geil, feier ich. Aber es gibt auch sehr viele Leute, wo ich sage so, Bro. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Highlight-Kanal an der Stelle, Freunde. Und zwar reagieren wir jetzt auf ein Straßenvideo von Pumping Motherfucking Monkey. Ich kenne den Bruder erst, seitdem er mich auch mal erwähnt hatte. Er hat, glaube ich, vor 2 Monaten oder so hat er ein Straßenvideo gemacht, wo er stehen Frauen auf Muskeln gemacht hat. Und dann hat er irgendwie mich erwähnt und hat gesagt, ey Bro, hast du nicht Bock, mal mitzumachen oder lass mal zusammen irgendwie eine Umfrage machen etc. Ja, seitdem habe ich ihn auf dem Schirm. Der macht auch Straßenvideos, habe ich hier auch sehr lange gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Erste war, weil es ist immer so eine Sache, das weiß man ja auch nicht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Bruce hat auch schon so eine Art Straßenvideos früher gemacht. Aber damals mit Stehen Frauen auf Muskeln kann man schon sagen, dass ich zum Hype der Straßenvideos beigetragen habe. Sagen wir es mal so. Dann auch mit den Live-Reaktionen von der Straße etc. Und der Hype ist ja extrem ausgeartet. Kann man auch so sagen. Es gab dann immer mehr YouTuber, die auch Straßenvideos machen und so. Und ich fand's auch cool, nice. Teilweise, ich finde ein paar Leute, finde ich echt cool. Es gibt so 2, 3 Leute, wo ich sage, ey, geil, feier ich. Aber es gibt auch sehr viele Leute, wo ich sage so, Bro, das wird mir dann alles ein bisschen zu assi. Wisst ihr, was ich meine? Die machen halt wirklich alles für die Klicks und die verarschen die Leute immer so krass und stellen die Leute immer so. Versuchen halt wirklich alles, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich finde, man sollte schon so gewisse Grenzen sollte man schon haben. Bisschen Moral sollte man auch schon haben. Man sollte schon schauen, dass man... Also ich habe zumindest immer versucht zu gucken, dass es schon funny ist natürlich. Bei mir gab es auch sehr viele Sachen, die lustig waren, wo auch Leute sich irgendwie teilweise zum Affen gemacht haben vielleicht. Aber ich habe das nie provoziert. Das ist dann wirklich durch Zufall so entstanden. Und ich weiß halt, dass die YouTuber heutzutage sehr viele von diesen Sachen auch provozieren. Das heißt, die skripten die Scheiße richtig. Die rufen richtig diese Leute in die Stadt extra, damit die sich zum Affen machen und so eine Sachen. Und da muss ich sagen... Stehe ich nicht mehr hundertprozentig dahinter, kann ich nicht mehr so richtig fühlen. Aber Pumping Monkey, bei ihm weiß ich nicht, wie er es genau macht. Ich finde seine Videos ab und zu lustig. Er hat auf jeden Fall Daseinsberechtigung, sonst würdet ihr euch das nicht alles reinziehen. Ich werde mir das jetzt reinziehen und werde mal schauen, wie es bei dem Bruder aussieht. Ich habe noch nicht so viele Videos von ihm gesehen. Ja, schauen wir mal rein, Freunde. Ich glaube, hier geht es um Anmachsprüche, aber ich skippe auch das Intro. Also ihr könnt euch jetzt, ab jetzt, bei mir als Moderator bewerben, ja. Auch die Leute, die es vielleicht auf YouTube sehen, bewerbt euch bei mir als Moderator per E-Mail an lovelock@uniquept.de. Und ich suche auch jemanden, der dann die Videos für den Zweitkanal so ein bisschen aufbereitet an der Stelle, ja? Ja, ready. Stell dich mal vor. Ich bin Maria. Ich bin Dorothea. Und du? Bilal. Emo. Ich bin die Paula. Woher? Frankfurt. Ich bin der Steven aus Frankfurt. Ich bin die... Steven, den Motherfucker, du weißt schon, wie das läuft, man. Ich bin Monir, ich bin ein Security-Mann und... Lost Boys oder was? Ich heiße Josie. Und du? Ich heiße Adnan. Ich heiße Ayla. Ich bin Yasin. Ich bin Jasmin. Frankfurt ist aber noch viel los. Ich glaube, der hat die Videos bestimmt produziert bevor Lockdown, ne? Ah ja, normal, die Läden haben noch offen. Ich heiße Maya. Und du? Sonnet. Der Ausverkauf des Jahrhunderts. Wer jetzt nicht zugreift. Holz, Zeit, Jeans, na Mann. Lass mal lieber da. Ich glaube, das gehört dem Nahim Sky, die Marke, ne? Ändert sich später. Gönne den Motherfucker. Schwarz. www.sidejeans.com. Paula. Ja. Yeah. Steven lässt Anmachsprüche. Mhm. Du bewertest ihn. Okay. Oh shit, Steven, Alter, da bin ich jetzt aber mal gespannt, Stevie. Come on, man, let's go. Damit beide durchkommen. Okay. Ob er vielleicht dein Snap, dein Insta, Gott weiß, vielleicht sogar Handynummer bekommen würde, okay? Okay. Bro, du hast den ersten? Ja, ich hab den ersten, ja. Stevie ist auf jeden Fall mit Lumix auch am Start, Digga. Macht wahrscheinlich auch Bilder oder so, ne? Ready. Hau raus. Hi. Jungs, seid ihr ready? Ja. Immer. Wer möchte anfangen? Welche möchtest du erstmal überzeugen, sag mal so. Ey, seid mal ehrlich, Freunde, ich habe meine Videos immer so geschnitten, dass wirklich die Leute immer nacheinander gekommen sind und nicht so abgehackt, dass man erstmal alle Namen sagt und so. Was findet ihr als Zuschauer besser? Schreibt mal rein. Schau mal, Bruder, beide hübsch, Allah. Komm, nimm die in da. Ey. Ist so, Bruder, man muss halt okay, sein. Hör zu. Zaubertricks sind meine Stärke, nach dem verschwindest du. Okay. Okay, der war gut, aber... Der war okay, der war jetzt... Ich hab jetzt gelacht, aber der war jetzt nicht so... Der kommt nicht so bei mir durch. Nein? Nein, nein. 1 bis 10? 2. Schmerz?
Tschüss. Schreibt ihr rein 1 bis 10? Ja. Hat er wehgetan? Geht. Okay, Bro. Hast du den zweiten von uns? Ja, hab ich auch. Namen können warten, ne? Ist so. Ich find's auch eigentlich nicht wichtig, wie die heißen. Ready? Come on, man. Come on, man. Das war doch auch inspiriert bestimmt vom Bruder hier. Das hat sich gut nach dem Brother angehört. Come on, man. Let's do it, man. So, ich bin Romeo. Willst du mein Julia sein? Nein. Fängst du jetzt an? Warte mal, wie fandst du den? Der ist hübsch, der ist nett, aber geht nicht leider. Aber der ist hübsch? Ja. Was sagst du von 1 bis 10? 9. 9? Aber vielleicht 7,5. 7,5, lassen wir es mal so. Ich würde diese Videos gern halt auch mal mit erwachsenen Menschen sehen, so mit, wisst ihr, was ich meine? Also, ihr seht ja bei meinen Videos, ich versuche halt immer irgendwie so ein bisschen, natürlich habe ich auch mal Jüngere dabei, aber so vernünftige Frauen, die auch im Leben stehen und so, weil bei denen die Reaktionen sind meistens nochmal, ja, anders, so, da kommt meistens auch ein bisschen mehr als, ja, aber ich glaube, da trauen sich, also ich glaube, so ist halt einfacher, ne, an die Erwachsenen trauen die sich halt nicht so ran, glaube ich. Bro, du bist dran? Ich nehme diese Süße hier. Oh, er nimmt diese Süße hier. Bist du ein Hexer? Du hast mich gerade verzweifelt. Verwasst? Verwasst? Bro, die Videos waren aber auch mal lustig, oder? Gerade verzweifelt. Verwasst? Ich versteh's nicht, jo. Ich nehm diese Süße hier. Oh, er nimmt diese Süße hier. Bist du ein Hexer? Du hast mich gerade verzweifelt. Ja. Sprachen lernen. Ah, verzaubert, Alter. Ey, mein Deutsch, Alter. Dein Deutsch ist echt schwarz, ja, gerettet. Hast du verstanden? Das war gerade auch cringe, wie ich versucht habe zu hören, was er sagt. Sag mal nochmal. Bist du ein Hexer? Du hast mich gerade verzweifelt. Ja. Hey, Bro. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Okay, Josie, pass auf, der Junge. Bei den Videos waren richtige Frauen von 20 bis 30, mit denen immer so minderjährigen Frauen. Ey, es ist aber auch nicht, es ist auch nicht so einfach, ne? Ich habe mir natürlich auch immer einen Arsch aufgerissen, damit ich wirklich vernünftige Leute in mein Video reinbekomme. Da muss man schon auch echt Gas geben. Das macht auch keinen Spaß. Also mir persönlich macht es keinen Spaß mehr. Deswegen, ich glaube, Straßenvideos wird es, wenn dann, wie jetzt im Sommer, nur mal so phasenweise geben, wenn ich Bock habe, mal wieder so auf irgendwie ein paar Girls anzulabern in der Stadt und ein paar Fragen zu stellen, die mich selber auch interessieren. Dann mache ich das mal so 2, 3, 4, 5 Videos. Aber so, dass ich wieder die ganze Zeit da rumlaufe. Man muss auch Respekt mal an die Jungs raushauen, so, weil ob das jetzt Content hin oder her, die Leute, die er reinnimmt hin oder her, die Thematiken hin oder her, das ist schon ein Struggle, jeden Tag auf der Straße rumzulaufen und da seine Reaktionen reinzuholen, damit man irgendwie ein geiles Video zusammenbekommt. Und was ich auch nochmal hier an der Stelle sagen will, weil wir gerade beim Thema sind, das ganze Thema Live-Reaktion von der Straße, da fand ich immer, das haben die Leute draußen zu wenig zu schätzen gewusst, so, weil Bro, ich bin wirklich am Freitag rausgegangen, hab für 2, 3 Singles manchmal Live-Reaktionen von Menschen von der Straße reingeholt, bin nach Hause geschnitten, hochgeladen und Leute haben es teilweise so behandelt wie die Live-Reaktion von den YouTubern, die zu Hause sitzen und einfach nur Kopfhörer anziehen und sich dann einen Song reinziehen und das dann hochladen, so. Der Aufwandunterschied, der wurde mir nie so richtig angerechnet, habe ich das Gefühl gehabt, und das fand ich schade. Mit einer der Gründe, warum ich mir gesagt habe, so, ey, die Leute wissen es eh nicht zu schätzen, weißt du? Man lässt Anmachsprüche los. Aber es ist ein Fehler, weil am Ende des Tages macht man es nur für sich selber und ja, Live-Reaktion von der Straße könnte man jetzt sowieso nicht mehr machen, weil die Videos nach 2 Sekunden Song zeigen schon gesperrt werden heutzutage. Du bewertest ihn, ob er damit durchkommen würde bei einer Frau, ob er vielleicht sogar dein Insta, Handynummer, Snapchat bekommen würde. Okay. Ready? Ja. Hast du den ersten? Ja. Hau raus. Ganz kurz, stellen Sie sich mal dazu. Hören Sie den mal jetzt mit. Nee, stellen Sie sich so. Genau, Paula. Nicht Sie. Okay, du. Du. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Hören Sie nur mit zu. Nicht Sie. Okay, du. Ich heiße Dieter und du? Er und... Ich heiße Dieter und du, hat er es gesagt? Wie Dieter? Wie heißt du? Fatih. Fatih? Ja. Du komm bist her. Aber nicht mein Fatih, oder? Du bist blind. Ich. Du bist aber nicht mein Fatih, oder? Nicht blind, du bist blind. Ich bin dein Fatih. Dieter, hör mal. Paula. Das hat er geil geschnitten. Die Stelle hat er geil geschnitten, Bruder. Ja. Der Steven überzeugt jetzt Paula, du hörst mit zu, Dieter. Komm aus, Steven, let's go, Alter. Kann ich bei dir landen? Wo? Digga, die sind doch Standard, Bruder. Auf der Fresse oder was? Beides. Was? Kann ich bei dir landen auf die Fresse oder was? Beides. Ach so. Du bist ja echt, bin ich so einer. Unersättlich hier. Wie würdest du einen Anmachspruch lassen? Tafnis Records, TÜV Booty Tester darf niemals fehlen.
Leon. Ja, safe, ne? Ja, Bruder, wenn wir mal irgendwann wieder eine FIBO bekommen, ich muss auf jeden Fall sagen, dadurch, dass die FIBO dieses Jahr nicht am Start war, habe ich den jährlichen Booty-Bedarf an einfach nur angucken. Also den jährlichen Booty-Bedarf vom Leon Lovelock, der wurde nicht abgedeckt, ja? Also ich weiß nicht, vielleicht können wir auch mal irgendwie auf eine Twerk-Challenge oder so reagieren. Keine Ahnung, damit wir den jährlichen Booty-Bedarf am Ende des Tages auch noch abgedeckt haben, ne? Seit 5 Jahren habe ich keine Frau. Späßchen natürlich ja nicht. Oder einen besten Anmarsch. Ich bin schüchtern. Die Frauen haben mich immer gebraucht. Ich musste mich überfügen. Wie meinst du, dass sie dich braucht? Oha, seine Finger, der hat miese Boxerei gehabt, wa? Mich immer. Tschüss, man. Ich musste mich überfügen. Wie meinst du, dass sie dich missbraucht haben? Natürlich sexuell. Und die letzte, die ich geheiratet habe. Die haben dich sexuell missbraucht. Ja. Und wie das denn? Und die letzte. Du bist doch der Mann. Die letzte, die. Ja, Bro. Auch Männer können sexuell missbraucht werden. Die mich genommen hat, hat mich sogar finanziell ruiniert. Wie haben die dich sexuell missbraucht? Bist du voll? Ich wollte früher in der Schule von meiner Lehrerin immer missbraucht werden. Wer kennt das? Ja, ich bin volljährig. Also erst habe ich sie, danach da war sie kurz vorm Kommen, dann habe ich kurz reingeschaut. Bruder, was geht, Alter? Der erzählt die ganze Story, oder was? Tschüss, man. Ja. Was noch? Was willst du noch wissen? Also so haben die dich missbraucht? Ja. Wie haben die dich noch missbraucht? Haben sie dir in die Eier getreten? Nein. Kennst du das? Ja, ich möchte jetzt tanzen gehen. Clubs haben zu. Ich möchte meinen Körper missbrauchen. Ah, okay. Tschüss, warum redet ihr die ganze Zeit vom Missbrauchen? Feier ich nicht. Keep calm, Bro. Darf ich das? Ja, klar, aber dann bist du hier falsch. Ich muss, glaube ich, Hauptbahnhof. Kenne ich null mit der Lehre, mit den Lehrerinnen. Echt? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall den MILF-Komplex, den ich habe, den habe ich auf jeden Fall durch die Zeit von damals, weil ich in meine Lehrerin verliebt war. Dieter hat mich gefragt. Es hat mich echt erbost, euch zu antworten. Dankeschön. Dieter, ich nenne dich. Ja, Paula, Dieter, gell? Paula, wie fandst du den letzten? Ja, auch ganz okay. Bro, du hast den letzten jetzt? Ja, habe ich. Alle guten Dinge sind drei? Ja, natürlich. Ready? Ready. Let's go, Bruder Stevie, Alter. Jetzt hau nochmal einen raus hier. Für die Community, so. Bro. Ich liebe jeden Muskel in deinem Körper, besonders meinen. Ja, Bruder, da haben wir noch mal einen gehabt, Digga. Ich schwör's dir, Alter. Shoutouts gehen raus, Bruder. Er sieht doch fresh aus hier mit seinen, egal. Also ich muss sagen, ich würde drüber lachen so, aber ich glaube nicht, dass ich dann meine... Vielleicht würde ich Insta geben, aber nicht meine Nummer. Warum nicht deine Nummer? Ja. Da kam... Insta geben so alle Freunde, also immer nach Insta fragen, Freunde, da seid ihr auf der sicheren Seite. So, ja, guck mal, das ist halt so eine einmal ins Bett Sache, weißt du, deswegen. Da geht doch fit. Es gibt nicht überall gut aussehende Lehrerinnen, nein. Ja, okay, hast recht, kann sein. Geht doch fit. Der kam nicht an. 1 bis 10? 5. Bruder, war für mich bis jetzt der beste Spruch. Du hast noch einen für uns, ja? Ready? Ja. Wundert euch nicht, wir stehen direkt hinter einer Leinwand, also vor einer Leinwand, deswegen ändert sich die Farbe in unserer Fresse. Das ist okay für... Pixel it out, Bro. Lass es einfach. Pixel gar nicht rein. Das bringt nichts. Also so bringt's nichts. Wenn ich pixel, dann versuche ich halt wenigstens so zu pixeln, dass man die nicht erkennt. Aber Bro, jeder Typ, der darauf reagiert, macht hier einmal so Pause und dann, weißt du, ich meine? So, jetzt ist sie da. Leinwand, deswegen ändert sich die Farbe in unserer Fresse. Das ist okay für euch? Ja, ist okay. Dass wir das posten? Ja. Wie alt seid ihr? 18. Die fragt sogar noch, ist es okay für euch, dass wir das posten? Die sagt, ja. Bro, du musst es da nicht mehr zensieren, du bist auf der sicheren Seite. 15. Jetzt habt ihr den Salat. Du? Spaß. Ostboys oder was? Genau, ich bin der Cousin und ich bin 24. Ja, dann schrei mal wie Slavik. Slavik, Junge, was geht's? Du sollst wie Slavik schreien. Okay, der kam eher von unten statt von oben. Also, Mädels, passt auf. Diese Security lässt jetzt Anmachsprüche los. Und ihr bewertet das von 1 bis 10, ob er bei einer Frau damit überhaupt durchkommt. Okay. Du bist ready? Ich bin ready. Pass ein bisschen auf, weil sie ist bedeckt, du weißt. Ja. Okay, Okay, Steven, jetzt mit dem letzten Spruch, Bro. Let's go. Ich arbeite bei der NASA. Kannst du mir dein schwarzes Loch zeigen? Bruder. Muss los, Digga. Du ekelhafte alle. Paul, wow. Keine Worte mehr. Ich bin sprachlos. Ich bin auch sprachlos. Schon pervers. Aber was hat nichts mit pervers zu tun? Guck mal. Oh, was ist das da, Alter?
Ich frag mich, was der Bruder macht eigentlich jetzt im Lockdown-Phase. Macht der noch Videos eigentlich? Das Video, wann ist denn das rausgekommen? 15.11. Ja, die tun mir auch leid, die Jungs, Mann, Alter. Müssen sich halt auch wieder neuen Content überlegen. Aber guck mal, du stehst bestimmt auch voll mit Schokolade, oder? Ja. Also kannst du nicht sagen, dass es das... Guck mal, du musst auch ein bisschen Humor verstehen, weißt du, Mann, ne? Ja, okay. Wow, was war da hinten? Schlägerei, wa? Was war da? Guck mal hier. Ich will sagen, dass es das... Guck mal, du musst auch ein bisschen Humor komm mal, verstehen, hier. Weißt du, Mann, ne? Ja, okay. Da war irgendwas. Krass. Na, egal. Mein Insta kannst du haben, aber nicht mein Handy. Oh, shit. Was? Er kann mein Insta haben, aber nicht mein Handy. Du bekommst hier Insta. Okay. Guck mal, da ist heiß drauf. Wallah, die gibt Insta. Gibt's auch richtig? Hm? Gibt's auch richtig? Walla, nein, ich geb jetzt Faker. Wir kontrollieren jetzt. Ey, Walla, gib mir auch Insta. Was hast du gesagt? Gib mir auch Insta. Den kenn ich so. Bruder. Ja, Walla, gib mir auch Insta. Gib mir auch dein Insta. Ey, Walla, gib mir auch dein Insta. Du auch. Bruder. Was denkt er sich dabei, Alter? Okay, ist for free, hä? Geht perfekt. Aber muss auch zurückfallen. Perfekt. Ayla, pass auf. Er lässt jetzt Anmachsprüche los. Und zwar so. Er versucht dich jetzt zu überzeugen, ob er dein Instagram, Snapchat, Gott weiß, vielleicht sogar Handynummer. Okay? Ja. Ready? Hau raus. Ich habe mein Pferd verloren, darf ich auf dir weiterreiten? Es muss doch andersrum sein. Oh. Oh. Habt ihr das gehört? Es muss doch andersrum sein. Wie bewertest du das? 8, 2, ich mag sowas nicht. Die sind nicht mal volljährig, oder Bruder? Sag ehrlich. Die sind doch nicht mal volljährig, Bro. 8,5. Bro, hast du noch einen für uns, ja? Ja, Bruder. Ich bin kein Mann für eine Nacht, aber für 1-2 Stunden hätte ich Zeit. Stark. Ist nicht mal ein Spruch, den kann man mal so nebenbei im Club bringen, auf jeden Fall. What the fuck? Zwei! Hör auf, Freunde. 3,5. Bro. Dieter, was willst denn du schon wieder? Hier, ich hab mich verarscht. Wer? Ja, der da, oder du? Nein, ich hab dir gesagt, die haben zu. Bro, hast du den nächsten? Hab ich. Seid ihr ready? Yes. Okay, Bro. Oh shit, man, YIP49. Leon, was geht ab? Habt ihr damals meine Zugangsdaten für die Uni in Köln gegeben, damit du die Videos hochladen kannst? Brudi, ich küsse dein Herz, Digga. Geil, dass du da bist auf jeden Fall. Danke nochmal. Du hast mir uns damals auf jeden Fall den Arsch gerettet. Und auch ihr aus der Community könnt euch bei ihm bedanken, dass die Videos damals so pünktlich online gekommen sind. Der Cousin hat uns auf jeden Fall krass geholfen. Grüße gehen raus. Nur Liebe für dich, Bro. Mir hat eine giftige Schlange in den gebissen. Kannst du mir den Gift aussaugen? Nein, der war ehrlich schlecht. Ist halt krass, man kennt die ganzen Sprüche, aber dass die einfach so ohne Scham, ohne nix, einfach so droppen in der Stadt in Frankfurt, so ist schon krass. Auch noch vor Cam, musst du überlegen. Ja, nee, das sieht Deutschland, weißt du? Das ist schon krass. Du Asoziale. Wo lernst du so asoziale Sachen? Wie fandst du den? Der war ehrlich nicht gut. Der war echt nicht gut, gell? Nee. 1 bis 10? 0. 0. Hast du den nächsten? Ey, ich hoffe. Bist du Google, weil du bist alles, wonach ich gesucht habe. Oh. Der ist schön. Der ist sympathisch. Eine 8. Allah, der war gut. Jawohl, der war gut. Bro, alle guten Dinge sind 3. Hast du noch einen letzten? Ja. Du wirst von Sekunde zu Sekunde immer hübscher. Du siehst jetzt schon aus wie nächste Woche. Wie nächste Woche? Okay, alles klar. Der war auch gut. Der war kreativ auf jeden Fall, hat man so nicht gehört. Der bringt euch hier schon zum Lachen. Doch, wow, der war ganz gut. Wallah sympathisch. Wallah sympathisch, richtig. Oha, was... Ich will nichts sagen, Freunde, ja. Sagst du? Nein. Sag mal, ich schwöre. Aber was bist du für ein Landsmann? Libanese. Hast du Kontaktlinsen? Nein. Hat Asthma schöne Augen oder ich? Komm mal her. Diese Zensur triggert so krass, ne? Wie kann dein Vater aus 2 Eiern so eine schöne Tote zaubern? Direkt gehen. Direkt. Dann sowieso. Dann sowieso. Hat er dich überzeugt? Nein. Ey, Bro. 0? 5. Zu den nächsten? Ja. Hau raus. Hör zu. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, höchstens ein paar Zentimeter. Warum immer so perverse? Der war gut. Hast du den letzten für uns? Ja, ich hab den letzten. Ready? Ja. Hau raus. Ich würde sogar mit deinem Vater heiraten, um dir näher zu kommen. Denn du sagst, Bruder,
Dann geh ich nach Hause. Ja, Bruder. Ich muss sowieso machen. Mein Vater ist schwul. Ich bin sogar dein Vater, Alter. Ja. Ich bin deine Mutter. Trotzdem würdest du ihn heiraten. Ja, wegen aber dir. Dann könnte ich dich nicht heiraten. Ja, ich sag dir meine Liebe durch deinen Vater. Ich zeig dir meine Liebe durch deinen Vater. Der Junge hat auf jeden Fall Gefühle. Normal. Ich hab mich in ihn verliebt. Was? Ich hab mich verliebt. Er hat... Guck mal, der macht so, als ob er es ernst meint sogar. Ja. Uns gibt's kein Liebe. Guck mal. Was sagst du? Was soll ich sagen? Ein Freund von hinten sagt, bei uns gibt's keine Liebe. Yo, Wallah, bei uns gibt's keine Liebe, ja? Bruder. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Kriegt er dein Handynummer, Insta, irgendwas? Er wird Insta bekommen. Ich sag's euch, Freunde, Insta bekommt jeder, ne? Egal wie, wann, wo, habt ihr jetzt gesehen? Insta. Seid am Start, mein Freund. Bruder, wenn die Kamera aus ist, dann kann ich auch Nummer bekommen. Was? Ah, neue von ABK, geil. Geben wir uns gleich. Sag nochmal bitte. Warum machst du immer vor der Kamera? Komm, mach ohne deinen Anmachspruch, mach so. Was ob du wirklich so stark bist, dass du... Schau mal, ich bin kein Organspender, ne? Aber ich würde dir mein Herz schenken. Wow. Das war gut. Boah, ey, jubel doch mal. Nee. So, und wie war der? Ja, ganz gut. Der war schon süß, oder? Besser als die davor auf jeden Fall. 1 bis 10? 6. Oder ist ein anständiges Mädchen? Bei der kannst du nicht diese perverse... Also, frag sie, ob du bekommst. Sieg ich deine Nummer? Nein. Ja, wollte ich eh nicht. Ich bin gespannt. Deine Nummer. So kann ich nicht. Versuch. Ah, der merkt. Geh mal in dich rein. Er sagt... Aha, der merkt. Der will, ich glaube, der will ehrlich dabei sein, gell? Er kriegt die Nummer, wenn die Kamera aus ist. Yeah. Also bekommt er nicht. Doch, Bruder, ich bekomme auf jeden Fall Insta. Die sagt doch nein. Die sagt doch Insta. Insta will aber Handynummer nicht. Egal, das bekomme ich noch. Ja. Ich schreib sie ihm zurück, sei ehrlich. Ja, ich würde. Sag mal, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Okay, du warst doch klasse, Alter. 1A. Ich spür's den Hurensohn. Ja, Bruder, ist okay. Wir lassen ein Like da, weil wir drauf reagiert haben, aber das holt mich nicht mehr. Also, ist okay.